Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mario Kart Double Dash. So, wir fahren wieder den Grand Prix. Den haben wir, die haben wir, den haben wir. Jetzt kommen die beiden ersten Kleinen, nämlich Baby Mario und Baby Luigi. Zur Wahl gibt es in der kleinen Klasse genau zwei Wagen. Einerseits das Cooper-Auto, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Panzerwagen oder so, keine Ahnung. Und das Baby-Auto, der Baby-Buggy der beiden Babys. Den nehmen wir natürlich. So, jetzt haben wir den. Schauen wir mal. Den haben wir auf 50 CCM, gell? Ja, den haben wir auch schon. Den haben wir noch nicht, aber den haben wir schon auf 100. Das heißt, wir nehmen jetzt tatsächlich als nächstes den Special Cup. Und dann, wenn wir 100 durchfahren, dann fahren wir nämlich auch alle von links und fahren halt beim Stern Cup dafür 50 CCM. Und ihr seht hier die Pisten. Wir haben Wario Kolosseum, wir haben den Dino-Dino-Dschungel, Bowsers Festung und Regenbogen Boulevard. Dann fangen wir mal an. Das Wario Kolosseum ist damals die Strecke gewesen, die fand ich so krass. Ich fand das übel, ja, das hat mich damals immer geflasht dann. Wie dann rauskam, wenn ihr jetzt auf die Runden schaut, wir haben nur zwei. In Warios Kolosseum gibt es wirklich nur zwei Runden, das finde ich total übel. So. Ich fahre jetzt mal rückwärts. Aus einem einfachen Grund hat, den hau ich noch weg, weil ich Lust drauf hab, ja. Jetzt holen die sich natürlich die Items, dummerweise. Ich will gleich das Special-Item zeigen. Das ist es auch schon, das Special-Item der Babys. Der Kettenhund. Der ist ziemlich nice. Oh, der hat einen Pilz, das ist gefährlich. So, jetzt setze ich ihn ein. Und ihr seht, dieser Kettenhund ist deutlich schneller, als wir denken. Und er macht alle Items und Fahrer auf dem Weg, haut er einfach weg. Ja, kommt dafür natürlich auch nur auf den hinteren Plätzen, ist denke ich mal klar. Da hier bringt es nicht nochmal ein Turbo aufzuladen, da kann ich mich noch dran erinnern an die Stelle. Juhu, Baby Mario, gib Gas! Und unsere Konkurrenten in diesem Rennen, oder in diesem Cup, sind also Donkey Kong und Diddy Kong. Wie gern würde ich jetzt nach hinten gucken können. Aber bessere Items kriegen die beiden hier eh nicht. Daher bringt es eigentlich auch kaum, was da jetzt mehr zu machen. Das war jetzt eine Runde, einmal durchs ganze Kolosseum durch. Und das ist das, was ich so geil finde an dieser Strecke einfach nur. Wobei ich noch nie drauf geachtet habe, wo wir da genau hinfliegen, ne? Wir fahren hier jetzt eine scharfe Kurve. Oh, den nehme ich mit. Jetzt fahren wir hier runter. Fliegen hier, okay. Ich finde den ganzen Aufbau der Strecke einfach nur krass. Jetzt fahren wir hier diesen Kreis runter. So, jetzt fahren wir hier eine kleine Schlaufe. Und unten sehen wir schon, unten ist diese Strecke, dieser Teil, wo ich springe. Ich finde das total geil, diese Strecke. Ich liebe die. Wie ich die damals freigeschaltet habe, boah, ich war so unfassbar geflasht. So. Hier nicht runterfallen, kann man mal machen. Ist aber keine gute Idee. Man fährt die ganze Zeit eigentlich um dieses Ding. Und oben sieht man, dass auch da Strecken entlang laufen. Ich fahre jetzt mal außen rum. Und ärgere mich gleich. Weg damit. Kann eh nix. Na okay, immerhin kein roter Panzer. Das ist ja schon mal schön. Und wir kriegen... Scheiße. Super. Wow! Die ist ja abgeprallt. Heieiei. Und da feiern unsere beiden Babys ihren allerersten Sieg. Wunderschön. 10 Punkte haben wir. Also nicht schlecht, ne? So, nächste Strecke bitte. Und das ist der Dino-Dino-Dschungel. Den konnte ich damals nie einordnen, weil der wirkte für mich immer wie ein komplett eigenständiges Level, das irgendwie mit Mario Kart oder gar nicht in Mario Kart reinpasst, ne? Ich weiß nicht wieso, aber er wirkte für mich wirklich, ja, als ob er gar nicht zu diesem Mario Kart dazugehört, irgendwie so.
treffe ich einen? Nö. Aber dafür kriege ich zwei Items. Und ärgere mich mit Donkey Kong rum. Oh nein, verdammt! Ah! Jetzt wollte ich da gleich beim ersten Mal das Teil hier zeigen. Ja, dann zeige ich halt erstmal den Umweg. Man sieht, es gibt hier an dieser speziellen Stelle gibt es drei Wege. Und wir kriegen das. Ist das euer Ernst? Statt dass sie mir hier einen Stern geben, was ich eigentlich erwartet hatte. Nein. Jetzt kriege ich einen Pilz. Ja, das ist ja lieb von dir. Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauchen kann. Ah, wow. Ich wollte gerne eine Abkürzung zeigen, aber das geht jetzt leider nicht mehr. So. So, den wärst du jetzt mal besser ab, Donkey Kong. Ich wusste, dass sie genau hinter mir fahren würden. Ja, damit wird es schwer. Oh. Ich habe es ganz vergessen. Ha! Nein! Scheiße. Aber egal, wir fahren schneller wieder los als die. So, hier ist übrigens der Trick nicht zu, driften. Tatsächlich. Wenn man hier driftet, hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit runterzufallen. Ganz normal lenken funktioniert aber 1A, dann kann man nicht diese, ich sag mal, Abkürzung fahren. Oh! Shit. Ja, das trifft die schon. Das hat sie wirklich getroffen. Okay, cool. Also wenn sich so ein Charakter immer freut, während des Rennens, dann bedeutet das, dass irgendjemand in sein Item gefahren ist. Da freuen die sich. Oh oh. Glück gehabt. Ah, das Special. Oh nein. Das ist alles, was ich nicht haben wollte. Wir fahren dieses Mal den normalen Weg. Den ich fast verkackt hätte, weil ich mich verdriftet habe. Schade, nur die Abkürzung konnte ich nicht zeigen, weil das ist tatsächlich eine große Abkürzung, die man hier nehmen kann. Man kann hier drüber fahren. Braucht dafür aber einen Stern, sonst kommt man nicht weit genug und fällt runter. Ist aber tatsächlich eine gute Abkürzung. Die halt einfach lang dauert, wenn man keinen Stern hat. Kann das Rennen tatsächlich nochmal ändern, ja? Und beeinflussen. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, was für ein... Wow. Also ihr seht, es ist natürlich hier anfangs noch relativ easy. Wirkliche Konkurrenz haben wir nicht, ne? Daher gehen wir gleich in die nächste Strecke, die ich damals auch gefeiert habe bis zum geht nicht mehr. Nämlich Bowsers Festung. Die gibt's auch schon seit es Mario Kart gibt. Aber hier ist sie meiner Meinung nach richtig geil aufgezogen. Natürlich kein Vergleich zu Mario Kart 8, aber für Mario Kart Double Dash Zeiten ist das schon übel, was es hier gibt. Nehmen wir uns mal ein Item mit. Von denen kann man übrigens geplättet werden. Was soll's, das zeige ich doch auch mal. Oh, das... So, jetzt sind wir ganz platt. Besonders verwundbar. Trotzdem können wir den Leuten wehtun. Ich finde das mega lustig. Das ist im Endeffekt, was passieren kann im Worst Case. Vielen Dank für deine nette Unterstützung. Bam. Verdammt. Das war nicht, was ich wollte, alter Peach. Verpiss dich doch bitte. Wir haben dich doch schon gefahren. Ich will keiner mehr sehen. Bye, bye. Oh, ich hätte die runterstoßen müssen. Das wäre so übelst gemein gewesen. So, wenn wir jetzt richtig timen, und wir timen sowas von richtig. Nein, wir timen es nicht richtig, verdammt Bowser, du Arsch! Stern, 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 Stern. Den nehme ich mit. Und dann, Speed over 9000. Hui, und die Banane fliegt ein bisschen. Bye bye. Also man kann hier schon Spaß haben auf 50 CCM. Also warte mal, ich habe euch gezeigt, dass man geplättet werden kann.
So, ja, da reicht's gerade noch so, um drunter durchzukommen. Man kann hier Special, also Doppel-Items haben. Tipp ist auch immer, Bananen möglichst auf Absprungplattformen zu legen, wo man runterfallen kann, wenn man sie verkackt, ne? Weil der Speed, den man durch die Plattform kriegt, der verschwindet dann. Und dann weinen die ganzen Charaktere, weil sie so langsam sind, dass sie in die Lava fallen. Das ist ziemlich böse. Jetzt will ich aber eine Sache nochmal zeigen. Also Bowser, spiel gefälligst mit, sonst warte ich. Ja, das sage ich dir jetzt schon. Finde ich auch cool, dass hier die Gesichter alle böse gucken. Ja, dieses Mal. Seht ihr? Hier kann man richtig fett abkürzen. Und in der dritten Runde zeige ich mal, welchen Weg man da eigentlich fahren müsste. Panzer möglichst immer eine Gerade werfen, ist auch ein guter Tipp. Ein guter Hinweis. Den man sich vielleicht merken könnte. Panzer immer eine Gerade werfen, ja. Denn... Ja... Da trifft man halt die Leute am besten. Und Bowser lacht übrigens, wenn er von einem Item getroffen wird. Habt ihr das gerade gehört? Er hat gelacht. Ich kann es ja bei einer Banane mal demonstrieren. Hört ihr ihn lachen, diesen kleinen Penner? Ja, das ist Bowser. Das Lustige ist, Bowser lacht tatsächlich auf dieser Strecke auch, wenn man Bowser spielt und getroffen wird. Was auch ziemlich... Doppel-Item. Was auch ziemlich lustig ist. Ja, da war ein Doppel-Item, aber es würde mir durchaus Spaß machen, wenn du daraus nicht zwei Itemboxen machst. Ich mag diese Itemboxen nicht, weil die nämlich keine Items abwehren können, die durch sie durchfliegen. Wenn du halt zum Beispiel wirklich so ein reguläres Doppel-Item hast, du bist komplett ungesichert. So, jetzt könnten wir diese Abkürzung nochmal nutzen. Ich zeige ja diesmal den langen Weg. Man spart sich nicht ganz so viel Zeit, merkt man. Aber man spart schon ein bisschen was. So, und was ich bei Bowsers Festung immer ganz gerne mache, ich fahre so ins Ziel. Ich finde das eigentlich immer ganz lustig. Gut. Damit haben wir 3 von 4 Strecken geschafft. Und die letzte ist die legendäre Strecke. Die eine legendäre Strecke. Und ihr seht, wir sind fast eine halbe Minute vorne. Also ganz ehrlich, 50 CCM dürfte kein Problem sein. 100 wird dann das erste Mal richtig lustig. Oder ein bisschen lustiger, sagen wir es mal so. Das ist sie. Regenbogen Boulevard. Ich finde die Strecke geil. So, ab geht's. Hier haben wir ein ziemliches Problem, weil wir leicht sind. Also es gibt hier Gewichtsklassen. Und Baby Mario und Baby Luigi gehören zur leichtesten Klasse. Das heißt, alle anderen Fahrer können sie wegstoßen, bis auf alle anderen, die auch leicht sind. Und das sind nur Koopa und Paracoopa, die aber auf den ersten Plätzen gar keine Relevanz haben. Trotzdem treffen wir den zweiten, wie bitter, ey. Das ist schon lustig. Ist eigentlich ziemlich dämlich, die Banane hierhin schon zu legen. Ich hätte sie hier hinten, hätte ich sie hinlegen müssen. Ah ne, da hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Ja, dann ist ja egal. Oh Gott, ich hab's... die Physik ist lediglich in dieser Kurve hier ziemlich gemein. Ich versuche immer gerne, alle mitzunehmen. Den habe ich auch... Oh, ich habe nur einen verpasst. Das ist nicht schlecht. Dafür, dass die Physik in dieser Kurve eigentlich echt der letzte Dreck ist. Nicht schlecht. Aber ihr seht, das ist alles kein Problem. Wir sind jetzt schon deutlich stärker. Eine andere. Was passiert eigentlich? Das habe ich noch nie probiert. Was passiert eigentlich, wenn man hier rückwärts fährt? Wir haben es doch im Moment, ne? Achso, da ist... natürlich ist da ein Geländer, damit man nicht mehr runterfallen kann. Ja. Hallo ihr, tschüss ihr. Die sind normalerweise deutlich schneller als wir. Also man sieht schon, wir sind hier wirklich im 50 CCM-Modus unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ich weiß noch, was man hier gewinnt. Wenn man im 50 CCM-Modus das gewinnt. Das lohnt sich nicht unbedingt, das zu gewinnen, aber egal. Was soll's? So. Ja, Baby Mario, zeig du doch auch mal, dass du was kannst. Yeah. Also ihr seht schon, ja,
Ja, 50 CCM ist in dem Mario Kart etwas. Da hatte ich früher meine Probleme als Kind, wenn ich überlege, ne? Ich habe ja mit dem Mario Kart habe ich ja angefangen zu zocken. Das war eines der ersten Spiele, die ich besitze, zusammen mit der Legend of Zelda's Collector's Edition und Mario Party 4. Oh, in dem Spiel, ich habe damals habe ich immer gleich so 150 CCM ausgewählt. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Dann habe ich 150 CCM ausgewählt und ja, dann habe ich verloren immer. Dann habe ich geweint. Meine Mutter hat dann irgendwann mal gemeint, ja du Idiot, du darfst nicht immer das Schwerste ausnehmen, jetzt nimm doch mal was Leichteres, ja. Und dann hat sie 50 CCM genommen, wurde gleich Dritte und ab dem Moment war meine Mutter für mich ein Gott. Und Stern. Nein! Nein, hör auf! Wie hat er noch so demonstrativ beschleunigt? Den Stern will ich haben. Nein! Ja, ich habe den Beschleunigungsstreifen gesehen. Okay. Jetzt muss ich mich vielleicht doch noch ein bisschen beeilen. Aber ich wollte, dass keiner außer mir den Stern haben kann. Das ist die Besonderheit an der Strecke. Manchmal liegt einfach ein Stern auf der Strecke. Boah, ey, wenn du den jetzt nicht erwischt hättest. Warum liegen denn hier lauter Bananen? Alter, ihr Scheiß-Sniper, ey. Da haut die mir meinen roten Panzer weg. Das ist ja unfassbar. Lass mich durch. So, und den kriege ich weggesnipert. Nein! Ich habe ihn nicht weggesnipert. Das ist sehr schade. Und hier sieht man halt die höhere Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen schade. Gib mir. Danke für die rote! Mit diesem roten Panzer konnte ich viel anfangen. Gerade hier ist ein Pilz natürlich das Allernützlichste. Okay, ich gebe zu, vielleicht hätte ich mir den Stern nicht holen sollen. Hä? Was ist das denn jetzt? Hallo? Okay. Ich kann ja mit sämtlichen Formen der Ungerechtigkeit sehr gut umgehen, aber hallo? Haust den roten Panzer weg, dann trifft er dich selber. Also das ist ja wohl jetzt mal ganz schön lächerlich, ey. Das finde ich jetzt also wirklich, ey. Aber ist in Ordnung. Ich habe... Oh, da war wieder ein Stern. Diesmal habe ich nicht genug Vorsprung, um ihn zu nutzen. Schade. Mich hat's halt nur geärgert. Ich habe den eigentlich, meiner Meinung nach, habe ich den voll erwischt, den Stern. Scheiße. Oh, ey. Ja, da hatte ich jetzt echt gedacht, ich werde Zweiter, ey, wo ich da auf einmal festgehangen bin. Das hat mich ein bisschen geärgert. Scheiße, ey. Oh Gott, aber egal. 40 Punkte sind 40 Punkte. Nicht mit Bestzeit, aber ihr braucht schon Bestzeiten. Koopa und Powder Koopa ist verdrängt und wir gehen zur Siegerehrung. Alter, wie Donkey Kong sich freut, ne? Okay, Glückwunsch! STR hat hier auch den 50 CCM-Pokal gewonnen. Womit wir etwas freigeschaltet haben dürften. Ja, wir sehen erstmal die Stuff-Credits. Will ich die jetzt schon kommentieren? Nee. Will ich nicht. Machen wir mal anders. Vielen Dank fürs Spielen! Yeah! Nintendo 2003. Und es wurde ein Goldpokal errungen. Wir haben den Willy Blaster freigeschaltet. Auch wenn dieses Auto gar nicht so aussieht, das ist das Spezialauto von Bowser Jr. So, halt, wir fahren nicht mehr 50 CCM, sondern wir fahren jetzt... Warte. Doch, wir fahren jetzt nochmal 50 CCM im nächsten Rennen. Ja, dann würde ich mal sagen, falls euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Mario Kart Double Dash. Bis dahin, Servus!